Alle Syrer, die es hierher geschafft haben, suchen sich selbst eine Unterkunft. Manche in Wohnungen, die meisten in Zelten. Offiziell sind es hier im Libanon knapp 1 Million Flüchtlinge aus Syrien. Bis Ende des Jahres, so das UN-Flüchtlingswerk, sollen es 1,5 Millionen sein. Doch hinter all den Zahlen stecken einzelne Menschen, jeder mit seinem Schicksal. Die Familie hat viele Kinder und hat auch noch mit dabei und auch auf der gesamten Flucht mit dabei gehabt, die beiden Eltern. Der Vater, der Großvater der Familie ist blind, die Großmutter ist amputiert an den Beinen und der Bruder des Familienoberhaupts ist geistig behindert. Und sie versuchen halt da irgendwie über die Runden zu kommen. Die Medikamente, die sie bezahlen müssten, können sie gar nicht bezahlen. Das heißt, viele der halbernsten, in Anführungsstrichen, Krankheiten der Kinder auch schon werden überhaupt nicht mehr behandelt, weil die wissen, dass sie kein Geld dafür haben. Die sind damit beschäftigt, Insulin überhaupt zum Beispiel für die Mutter zu besorgen, für die Großmutter zu besorgen. Und die lagern das halt irgendwo, weil die nicht genug Kühlschränke haben. Also es ist einfach, wird es nicht gekühlt. Neben der Versorgung der Menschen zum Beispiel mit Wasser und unter anderem dem Bau von Latrinen stehen für die Mitarbeiter von World Vision die Bildung und das Wohlergehen der Kinder und Jugendlichen im Vordergrund. Die Herausforderung ist allerdings gewaltig, denn täglich retten sich weitere Familien über die Grenze. Es ist einfach zu wenig Geld, was hier vorliegt. Es wird viel zu wenig Geld gegeben von der internationalen Gemeinschaft. Es fehlen auch an Spenden und es fehlen auch materielle Güter. Und das sind einfach immer mal zu viele für ein Land. Wenn man in ein Dorf geht, in dem uns berichtet wird, dass über die Hälfte der Bevölkerung mittlerweile syrische Flüchtlinge sind, dann kann man sich vorstellen, wie es aussieht mit der Infrastruktur des Dorfes, mit der Müllabfuhr, mit den Schulen. Es ist alles komplett überlaufen.